Bereit. Jetzt mache ich einfach einmal den ersten Film und dann schauen wir, was da rauskommt. Und alles Weitere probiere ich dann aus, wenn ich das erste Mal die Fotos gesehen habe. Da haben wir sie also, die Negative. Die können jetzt noch digitalisiert. Und ich habe das zwar schon einmal in einem Video gezeigt, wie ich das mit Kleinbild-Negative mache, aber noch nicht für die 6x6-Negative oder für größere. Ich verwende auch da ein Praktika 1,850 mm. Dann habe ich dazu einen 12,5 mm Zwischenring. Das passt dann, so was der rote Punkt. Das geht dann so drauf. Und zu guter Letzt habe ich da noch einen Adapter. Und mit dem passt sie dann wunderbar an die EOS 650D dran. Das war es eigentlich schon. Ich stelle das Objektiv immer auf unendlich, Blende 8 und dann mit dem Blitz von vorne passt es. Man sieht jetzt da im Video nachher nicht, wie ich das abgedunkelt habe. Gell? Das habe ich jetzt nur fürs Video da offen lassen. Normalerweise habe ich da nur so einen Karton, den tue ich drüber, dass da kein Licht einfällt, weil das wäre dann auch blöd. Also dann, auf geht's. Und weil ich es noch nie hergezeigt habe, das ist der Diakopiervorsatz von meiner alten Praktika. Schaut so aus. Das ist der Teil, den wir da, der vordere Balken. Da kommt die Kamera drauf. Das kommt da vorne reingesteckt und das war's. Habe ich noch nie so viel benutzt damals. Hauptbenutzung jetzt im digitalen Zeitalter. Klappt wunderbar. Auf geht's.